Ach, wir sind schon on. Entschuldigung. Ja, ich muss mich halt ein bisschen einspielen, ne? Wisst ihr ja, ne? Alexa, danke aus. Ja, ich mache mich halt ein bisschen über mich selbst lustig vielleicht, ja, auch. Wenn ich über mich lachen kann, ja, über meine Gags, meine Witze, ja, meine Dummheit, mein Albernsein, dann habe ich doch nichts verkehrt gemacht, da ist doch alles richtig, oder? Ja, wie seht ihr das? Also, ganz ehrlich, wenn ich morgens aufstehe, ich gehe ins Bad, ja, dann krempel ich mich so hoch und dann gucke ich in den Spiegel, dann lasse ich jetzt mal den Typ aus, der da im Spiegel steht, ne? Ja, letztendlich steht daneben ein Schildchen, Achtung, pass auf, das Bild, was du hier siehst, das bist du selber. Ja, ja, okay. Ja, dann lache ich mich kaputt. Ja, musste. Ja, guck mal, du kannst natürlich auch ganz stur so dumm durch die Welt laufen, ja, über nichts lachen. Ja, okay, wir haben nicht so viel zu lachen, ne? Seitdem da so eine Lichtzeichenanlage da irgendwas in Bonn zu sagen hat, ach, in Bonn ist ja immer, in Berlin zu sagen hat, so eine Lichtzeichenanlage, ne, also rot, gelb und unten ist, glaube ich, grün, ne, ja. Ja. Nee, aber, was willst du damit, ne? Kannst nicht wieder anfangen. Der eine ist doof, der andere ist döber, ne? Und eben mittendrin ist total bekloppt. Ach, Scheibenkleister. Nee, das brauche ich alle nicht. Nee. Total absolutely, absolut nothing. Ne? Nothing hill, ne? Da kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Ja, oder? Geht's noch? Alles? Mein Gott, ja sieh ja, und ich bin albern. Haha, ist doch gut so. Ja, dafür bin ich ja auch da, ne? Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ne? Das Leben ist gar genug, ne? Ja, der eine ist ein Märchenbuchautor, ne? Ja, ist ja gut, aber da sind auch welche bei, die haben Doktortitel. Und dann gibt's auch welche, die haben einfach keine Lehre, nicht studiert, Schule abgebrochen. Und die wollen uns was sagen. Ja, die wollen einfach irgendwas uns erzählen, ja, Heizung einsparen und so, ne, geht's noch oder was, ja, und dann kommt der Knaller, ne, alles wird teurer, ja, und dann heißt das Sonderabgabe, ne, ja, nicht Steuern, ne, Sonderabgabe, das ist ja so wenn man das so Blümchen drumherum macht, ne, das ist ja, wenn man da so einfach so ja, ein bisschen Lametta und Girlande und Blumen drumherum ja so wickelt, ne, ja, weißt du, dann hast du natürlich auch die besseren Karten, ne, wenn du sagst, Steuern, ja, die gibt's, ja, also diese Steuereinnahmequelle von angeblich TV und so, ne? Rundfunksgebühren. Das ist doch Steuern sind da, Leute. Wollt ihr mich verkackeiern oder was? Da wird der Staat nie was gegen sagen. Ja, das Programm von den Bezahlprogrammen mit TV-Dings, Scheibenkleister, da, ja, das kann ja noch so schlecht sein. Ja, früher hieß das, glaube ich mal, damit man schlauer wird, Information oder irgendwas, ich weiß jetzt nicht, warum, was Getz war, ne? Das war so irgendwie, es gab so einen speziellen Ausdruck, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt auch nicht mehr nachvollziehen oder beziehungsweise müsste ich vielleicht mal nachgoggeln, dann kann ich jetzt vielleicht noch mal gucken, wozu man eigentlich die Getz bezahlt, ne? Ja, Getz. Also, ja, Getz heißt es ja nicht mehr, das ist jetzt Rundfunks, Abgaben, ne? Letztendlich hinter den Blumen Steuern. Ja, da wird doch keiner was in der Politik was sagen. Jetzt hört man langsam auf mit eure scheiß Rundfunksgebühren da, ne? Da braucht doch gar kein Mensch so ein Quatsch, ne? Für euren Quatsch. Ja, weißt du, ehrlich, Moment, ja, da machst du eine Nachricht an, Nachrichten, ne?
um 20 Uhr kommen Nachrichten, ja, und danach ist ja nichts mehr, ne? Danach ist ja keine Werbung mehr, ne? Können Sie doch danach noch weiter Werbung machen, so wie andere Programme, Rittel und Sattel und wie sie alle heißen, die ganzen Programme. Ja, verstehst du das, ne? Dann wäre das doch in Ordnung, ja? Da hast du Coca-Cola-Werbung und Bier, ja, von mir aus können wir ja Zigarettenwerbung reinmachen. Würde mich gar nicht stören, ich rauche ja selber. Ja. Nee, aber ja, weiß, was ich meine, ne? Ja, das ist immer so, ich bin nicht weg, bin nur da. Das ist immer so eine Sache, ne? Wenn du, das brauchst du nicht, nee, brauchst du wirklich nicht. Ja, für so einen Scheiß. Ja, da machst du Nachrichten und dann ist das vordiktiert, was die nur sagen dürfen, ne? Die dürfen doch lange nicht alles sagen. Nee, oh, ah, ui, nee, ist zensiert, ne? Nee. Nee, also Ehrlichkeit und so ist total out, ne? Und das lernen unsere Menschen hier in diesem Land, lernen das auch. Ja, warum sollen die anderen denn ehrlich sein? Ja, ich bin ehrlich. Ich versuche so lange ehrlich zu bleiben, wie es irgendwie geht. Ich lüge, kann nicht lügen. Ja, Lügen ist für mich so, ja, ich tue mir dann selber irgendwas an, weil ich hasse Lügner. Boah, ich hasse Lügner. Ey, Lügen, ja, ich glaube, ich würde, ja, so manche Leute, ne, also von der Politik, ja, die müssten eigentlich ja schon auf den Knien rutschen. Von wegen Lügen haben kurze Beine oder so, sagt man ja, ne? Ja. Oder früher haben sie die Kinder so eine Nase gepackt. Oh, hast du eine lange Nase, ne? Pinocchio oder so. Du lügst. Ja, weißt du, nee, ich mag Lügen, oh, ne, oh, ganz, ganz schlimm. Schlimmsen. Ja, aber doch mal mit Lügner, ne? Ja, und die Politik macht es ja vor. Die macht es wirklich, oh, die zeigt uns so richtig, ja, so musst du lügen, so kommt da drüber, ja, ein bisschen Blümchen drumherum schmücken, ja, und schon fällt die Lüge gar nicht mehr auf. Sonderabgabe. Ja, Sondereinsatz oder wie heißt das? Oder Krieg, ne? Ja, so der eine macht das vor, die anderen machen das nach. Finde ich nicht mehr gut. Ja, und halt so, ne? Das Logischste, das Einfachste wäre doch gewesen, wenn man da gesagt hätte, pass mal auf, wir sind jetzt hier eine Lichtzeichenanlage Politikers, ja, und wir machen jetzt so, der ein neues Haus baut, ja, der muss die Sonderspezialheizung, ja, mit Erdwärme und so, sollte er einbauen. Dafür bekommt er ein Jahr lang, soll man Grundsteuern oder ich weiß ja nicht, wie hoch, ich habe jetzt kein eigenes Haus, ne? Ja, aber Grundsteuern oder so erlassen oder so, oder 2 Jahre, ich weiß ja nicht, das soll sich jetzt nicht rechnen lässt, ne? Ja, und irgendwann, jeder, der ein neues Haus baut, ja, der hätte dann irgendwann so eine spezielle neue Heizung, ja, und dann dafür halt, lasse ich ein bisschen was an Grundsteuern oder so, irgendwas, oder Straßenbausteuern oder Gebühren, ja, oder irgendwas, da hätte er sich dann vielleicht sparen können. Vielleicht Müllabfuhr auch noch einsparen. Ja, erstmal nur so wohnen, ja, für richtig van Lau. So, aber dafür hat er da so eine Spezialart. Wir machen ja auch keinen Anreiz, ne? Da ist ja gar kein Lockmittel hinter, ne? Wenn, ja, Rembrandt zum Beispiel, ne? Ja, er mochte, ja, gut gebaute Frauen, glaube ich, war das so, ne? Nee, ja, so, und, ja, so, wenn ich jetzt auf dem Sofa da liege und er bildet die so auf so ein, nicht Polaroid, also die Zeit war da noch nicht, der bildet die dann auf so ein Leinwand ab, ne, so mit Öl und Mal und Farbe und so, ja, da ist ja ein Reiz dahinter, ne, aber da kommt kein Reiz, da kriegst, die wollen ja immer irgendwas machen, ja, die wollen ja immer irgendwie was, erstmal ist eine Idee da. Ein Wort. Nee, keine Idee, weil das wäre ja dann komisch, ne, in der Politik. Erstmal ist ja da so ein Wort. Ne? Die erfinden jetzt irgendwie ein Wort und hinterher überlegen sie, ja,
wozu benutzen wir dieses Wort jetzt eigentlich, ne? Wo kam, das klingt gut, ja, Bürgernähe vielleicht, ne? Ja. Ja, ich meine, der Nachbar hier wohnt direkt nebenan, ist ziemlich nah dran, ne? Also ist, uns trennt da nur so ein paar Backsteine, so, ne? Ist auch eine Bürgernähe, ne? Ja, aber wie gesagt, erstmal ist ein Wort schön. Oh, ich habe ein neues Wort. Ja, sagt Habeck dann zum Lindner und ja, und Scholz, was hältst du denn davon? Ja, und Hölle. Ja, schönes Wort, aber was machen wir damit? Ne? Dann sagte Lindner, ja, können wir ja mal drüber nachdenken, ne? Und dann denkt einer drüber nach, der sagt dann, Mensch, das können wir dafür benutzen. Und dann sagen die anderen beiden, nee, das wollen wir nicht. Wir zanken uns jetzt erstmal. Erstmal streiten. Ne? Oder mit der Heizung halt eben. Ne? Ja, das, ja, ist so. Da kannst du machen nix. Da musst du gucken zum. Aber was mache ich heute eigentlich? Ja, ich wollte eigentlich hier irgendwie mal was Leckeres für euch zaubern, ne? Ja, ich zauber ja immer mit euch Leckerchen, ne? Ja, zwischendurch, ja? Mal kommt ein Film, der ist halt nur gammelig oder schrottig, ja? Dann hast du nur 30 Gucker, ne? Oder Zuschauer, und dann hast du mal wieder weiter, kommen wieder 100, 120 Zuschauer. Das ist immer so grundverschieden, ja? Ich lege ja auch nicht unbedingt viel Wert drauf, dass ich jetzt massig an Zuschauer habe. Aber so, ja, ich habe jetzt euch schon mal als Gemeinde, nein, ich bin nicht jetzt der schwarze Oberteil und dann hier so einen weißen Stippi. Nee, ich meine das jetzt so als Facebook, YouTubes Gemeinde, ne? Bei YouTubes kannst du natürlich viele dumme Sachen gucken und natürlich auch viele dumme Sachen machen. So, ich mache heute, ich habe hier 1, 2, 3 Teller. Was macht man mit 3 Teller? Hä? Ja, ach so, noch jemand einladen zum Suppeessen, ne? Nee. Wenn man die nebeneinander stellt, ne? Das meine ich. 1, 2, 3. So, wir sind nicht Sesame Street oder Sesamstraße, wie das hier bei uns heißt. Nein, wir sind jetzt in Teddys Chaotenküche. Ich brauche dafür noch Eier. Ja, vielleicht kommt er so nach und nach drauf, ne? Eier. Ich habe 5. Nein, also, ja, ich meine jetzt so richtige Eier, ne? So, hier, solche Eier meine ich jetzt. So in braun. Mutter hat immer gern braune Eier gewollt. Ja, wenn die einkaufen war oder so mit mir, dann hat sie immer gesagt, nein, ich will keine weißen Eier, ich will braune Eier. Ja, ich sage Mutter, weil du die Kacke da drauf nicht so gut erkennen kannst, ne? Nein, die sind besser. Er hat immer drauf bestanden, wollte immer braune Eier nur haben, ne? Also solche hier, ne? So, die sollten so aussehen. Ja, und die weißen Eier, die wären halt nicht so schön. Ich sehe da gar keinen Unterschied oder ich schmecke da keinen Unterschied. Manchmal sind die Eigelb, also die Dotters, sind die so intensiver orange. Ja, nicht so gelblich, sondern orange, richtig schön kräftig von der Farbe, ne? Ja, dann gibt es auch welche mit grüne Schale. Ja, da haben die Hühner halt ziemlich viel Kräuter bekommen. Ja. Und woran liegt das? Eine Ohren, ne? Oder wo war das, ne? Alexa, warum gibt es braune und weiße Eier? Die Farbe der Kalkschale des Hühnereis ist genetisch bedingt und hängt allein von der Hühnerrasse ab, von der das Ei stammt. Reinrassige Hühner mit weißen Ohrscheiben legen meist weiße Eier. Solche mit roten Ohrlappen dagegen meist Eier mit brauner Schale. Wisst ihr jetzt Bescheid? Ja, jemand war da. Wir haben ja so ein Läppchen oder so dran. Ja, und wenn das braun ist, dann gibt's halt braune Eier, wenn das weiß ist, weiße Eier. Bei Kanarien, nee. Bei
wie heißen die Dinger? Wellensittiche, ne? Wellensittiche, ne? Die so, das sind Surfvögel, ne? Also Surfbrettvögelchen, ne? Die, wenn die hier oben, ich glaube, rosa, also der Schnabel, ne? Wenn die Nase so rosa ist, ist das ein Mädchen. So wie im normalen Leben auch. Obwohl, ich mache da gar keinen Unterschied. Mir ist das doch egal, ob der Junge, sag ich mal, mit Puppen spielt oder ein Mädchen mit einem Bagger oder so. Hallo, wie wird denn so weit? Ja, und blaue wären, glaube ich, Jungs. Aber ihr könnt mich ja berichten, ne? Berichtigen. Ein Bericht schreiben. Ja, ich muss halt. Ja. So. Mehl, ganz wichtig. Ach ja. Ich nehme mal hier wieder mein Tempura. Ach, mein Tempura-Mehl. Ach, nicht so viel. Hören Sie mal. Ich muss mal aufpassen. Das staubt immer so ein bisschen. Dann ist das ich komme mir vor wie eine E-Zigarette. Hui. Ach ja, Pfeffer brauche ich auch. So, bin gleich wieder da. Charlie, was möchtest du? Der Charlie sitzt hier gerade hier so unter mir und er guckt sich die Tür an. Möchtest du rausgehen? Regnet gerade nicht. Dann würde ich abhauen jetzt. Ja, Charlie sitzt immer vor der Tür und guckt die Tür an. Und das soll mir was sagen, ne? So viel brauche ich gar nicht, weil ich habe nur zwei Schnitzel heute zu bearbeiten. Ja, ich hatte vom so Nackenbraten. Das ist ja eigentlich normalerweise Kotelett, nur ohne Knochen. Ja, und so, bist du draußen, Schatz? Dann kann ich hier wieder zumachen, weil es ist ein bisschen kalt. Ist euch auch manchmal so kalt? Ja, ne, schlimm, ne? So, Niki, sein Hustensaft. Ja, Niki ist ein bisschen, ja, er hatte schon heute Verdacht gehabt auf Corona, ne? Corona ist ja Krone, ne? Auf Deutsch, ne? Und da ist das halt so ein Problem, wenn er jetzt krank ist oder so, dann darf er natürlich in der Küche nicht mehr arbeiten, ne? Da sind schon so viele Leute ausgefallen und krank geworden. Ja, und da willst du ja auch nicht noch Nudeln machen, ne? Ich habe hier so schöne, wie gesagt, das sollten eigentlich Kotelett werden von Geburt an. Und ich mache da jetzt einfach Schnitzelkäs draus. Die sind schön ein bisschen mit Fett durchzogen. Das liebe ich bei Schnitzel, ja. So ganz mager. Ist nicht so mein Fall. Ich bin da mehr so, ja, wo habe ich denn, hatte ich überhaupt? Ich hatte doch vorhin, nee, habe ich jetzt nicht. Aber jetzt kann ich hier wieder zumachen. Oder sitzt schon wieder einer im Türrahmen. Alles raus, weg, tschüss. So. Ach ja. Man greift sich so eine Einfriertüte. Ich nehme mal hier die größere. Mal gucken, wie groß ich heute kloppen kann. Jetzt gleich beschweren sich die Nachbarn wieder. Nein, das tun die nicht. Ja, das haben sie schon mal gemacht. Da habe ich so 9:55 abends, habe ich dann einen Schnitzel gekloppt. Ne? Und manchmal nehme ich dann so einen Putenbraten und schneide den auf als Schnitzel. Und ja, da meinte dann die Göre nebenan, also das Kind, wohlgemerkt, sie müsste hier an der Wand kloppen. Also, da habe ich aber weitergemacht. Ja. Dann klopp ich nämlich erst recht. Bin doch nicht bekloppt. Lass mich doch hier nicht verkackeiern. So, pass auf. Ich gehe jetzt hin. Guck mal. Ja, das sind so Pfefferflocken, nennt sich das. Ja, guck, da, siehst du? Ja, Pfefferflocken. Ja, das ist grobkörnig. Ja, das ist besonders gut, wenn du Steak oder so machst, ne? Und das gebe ich jetzt mal hier so oben auf den noch nicht bekloppten Schnitzel drauf. So, Kätzchen, du solltest da drunter nicht rumkrabbeln, wenn ich mit Pfeffer jetzt zugange bin. Das macht Auge. So, und dann mache ich da noch ein bisschen Salz drauf. Salz muss sein. So.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Anders ist mir die Schmalachei. Lalalala. Ja, und ich bin albern. Ja, sicher bin ich albern. Was denn sonst? Gaga oder was? Ja, und ich benutze jetzt auch hier diese, also ich habe eine Tüte draufgelegt. Na? Ach, das wollt ihr sehen. Na gut, dann hole ich euch mal eben kurz, dann So, hole ich euch siehst mal du, näher jetzt ran. kannst Ja, du hier gucken. mal. So, nicht schön, aber und nicht dünn. Aber gegenüber Vergleich jetzt mal zu dem anderen ist es natürlich schon ein bisschen was mehr. So, jetzt wischen wir hier die anderen Pfefferkörner mit auf. Und dann legen wir uns das einfach schon mal hier so ins. Ah, Mann, das hat ein dobes Mehl. Das ist so pudrig weich. Ja, das fliegt ja so aus der Schüssel. Ein Sprung in der Schüssel. So, komm du mal in die Mitte. So, siehst du. Noch mal ein bisschen hier. Da. Könnt ihr mich noch hören? Mikrofon überlastet, ne? Kenne ich. Ja. Bei mir genauso. Dann knallt das im Kopf und dann höre ich nichts mehr und sehe nichts mehr. So, hier. Bisschen das Pfefferkörnchen hier noch einsammeln. Ne? So, dann habe ich auch gleich von hinten meine Gewürzmarinade. Quatsch, mein Gewürz hinten dran. Aber hier, guck mal, da ist noch ein bisschen, da könnte noch, da ist so blanke Nese. Niki, sein Stück, er braucht das nicht so scharf wie ich. Ich bin schon schärfer. Sodalle. Jetzt habe ich alles bekloppt gemacht. Ich habe meine Schnitzel gekloppt. Ja, lasst euch das auch nicht nehmen, ja. Ihr dürft Tag und Nacht, nachts um 3 Uhr, wenn ihr meint, ihr habt Hunger auf irgendwas Leckeres, ihr bratet euch ein Ei mit Knoblauch oder so. Ja, oder Zwetschge in der Pfanne. Macht das ruhig. Wenn dann wieder so in 28.000 Familienwohnheimen am Rummeckern ist, Leute, das dürft ihr. Ja? Ihr dürft nachts, wenn ihr das Bedürfnis habt, ja, zu essen, zu kochen, dann macht das gefälligst. Auch wenn da irgendwelche Duftaromen, ja, von Knoblauch durch hier so Schwaden. Also, ja, okay, rauchen und qualmen sollte das nicht, weil sonst geht ja der Feuermelder an. Der Rauchmelder, ne? Und das sollte man ja dann nicht so machen. Ja, aber wenn ihr meint, ihr müsst was essen, dann macht euch das gefälligst, ne? Bratet euch ein Ei, weil die riecht ja auch ein bisschen, ne? Duschen, was? Duschen um 3 Uhr, 2 Uhr, das ist selbstverständlich. Wenn ihr das Bedürfnis habt oder ihr wollt duschen, duscht nachts um 2, 3 Uhr. Da kann die Frau Surbier und Oma Weihrauch auch nichts gegen machen. Ja, weil sie würde dich diskriminieren. Ja, weil du hast das Bedürfnis, möchtest nachts um 3 Uhr duschen, dann tust du das eben, ne? Oder Klo abziehen, ja? Meine Eltern hatten eine Nachbarin gehabt, die meinte doch wirklich, wir sollten uns ein Eimer Wasser dahinstellen, damit man das Eimer Wasser, weil das ist nicht so laut, wie das, wenn man abdrückt, ne, den Räufchen oder Pipi oder so, ne. Ich sag, Mutter, ich will ja wohl hoffen, dass dir das wohl egal ist, was die jetzt da gesagt hat. Ich sag, ich will ja wohl hoffen, dass du regelmäßig Durchfall jetzt hast. Nein, um Gottes Willen, also nicht falsch verstehen, aber so, dass du halt öfters auf den Tötti muss, ne. Ja, will der Nachbar verbieten, ja, du darfst nicht auf dem Klo? Oh. Dann wärst du bei mir bei einer richtigen Adresse, doch. Dann würde ich mich ein bisschen mit dir genauer unterhalten. Das glaub mal, doch. So. Feliz Nagel, dat. Anderse Dingens Kack.
Ja, aber der Schnee im Winter. Ich hole mal was näher ran. Ja, Winter, ne? Erdgeschoss. Erdgeschoss ist für den Schnee unten verantwortlich. Ja, hier, Leute, da wisst ihr mal was von. Meint ihr denn ganz ehrlich, ja, der Schnee fällt nur für das Erdgeschoss? Nee, ganz bestimmt nicht. Ich habe hier auch zwei dicke Bäume vor der Tür stehen. So diese amerikanischen Bäume, ne? Platanen. Ja? Da habe ich das ganze Jahr Ärger und Dreck mit. Ganze Jahr geht das so. Ja? Da ist nicht mal einmal hier irgendwo schön oder so, dass ich sagen kann, oh, jetzt habe ich aber mal nichts zu tun. Ja, Pustekuchen. Ich habe im Frühjahr, da schlagen die Blätter aus. Gut, alles gut und schön. Schön grün. Kleine Blätter noch, die werden ja groß, ne? So, und dann geht das weiter. Achso, ich muss auch meine Eier öffnen. Ja, dann bitte geht das weiter. Dann hast du an dem Baum, hast du an dem Baum Blätter, die nicht richtig was geworden sind. Ja? Die fallen schon mal runter im Frühjahr. Dann hast du schon mal wie im Herbst manchmal da liegen. So, dann geht das weiter. Dann wird das heiß. Sommer. Ja, dann hast du den Sommer, die Sommerzeit. Dann verliert dieser Baum Rinde, seine komplette Rinde oder einen ganz großen Teil von seiner Rinde. Das ist bei dem Baum so. Wenn ihm zu warm wird, zieht er sich aus. Machen wir ja nicht anders, ne? Nur wir sind keine Bäume, ne? Jetzt stehst du schon wieder vor der Tür. Du hast auch deinen eigenen Eingang, mein Schatz. Ja, im Moment muss ich eben kurz mal um die Ecke. So, und jetzt die Finger waschen. So, bin gleich wieder bei euch. Ja, dann geht das ja weiter. Dann hast du im Herbst, dann habe ich 7 bis 8 Kubikmeter Laub habe ich dann vor der Tür. Ja, und dann habe ich gesehen hier Futterschale, ne, am Baumarkt, dieses Tiernahrungsdingenskirchen. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Nicht, weil ich jetzt doof bin, weil ich will einfach den Namen nicht nennen. So, und da gab es mal richtig Blätter, Laub, ein Tütchen, so, ja, oben mit Blister 3,85, da waren gefühlte 10 bis 15 Laubblätter, so, ne, vom Baum drin. Ich weiß jetzt nicht, welcher Baum das war, stand nicht drauf. 3,95 oder 85 oder irgendwas. Also fast eine 4 Euro, ja. Oh mein Gott, wie doof ist es denn hier in Deutschland, ne? Muss man das tun? Nein, das muss man nicht tun. Da muss man nur drüber Finger im Hals, ne? Boah. So, ich schlacker mir jetzt eine Eier. Also ich rühre die Eier jetzt hier, ne? Übrigens, Dankeschön für die vielen lieben Grüße. Von wegen guten Appetit und die dumm, ne? Grobi, ne? Sesamstraße. Ja, da war, ja, ich mag sowas, ne? Ich finde das lustig. Weil ich bin doof. Vielleicht seid ihr auch doof. Vielleicht, ne? Ich sagte vielleicht nicht, ihr seid doof, sondern ihr, vielleicht seid ihr auch doof. Weil ein bisschen doof muss sein. Ein bisschen doof muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Mit Ein- und Tag aus. Meine Maus. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Ja, oder? Ja, ich kann ja, wie gesagt, mit so einem ja, so ein sturen Kopf, ja, so gucken wie Wednesday in ihrer besten Parodie-Rolle, ne, wie der heißt da, ne, kann ich auch durch die Welt gehen. Ja, ich mag Wednesday. Oh, er ist ein ganz hübsches Mädchen eigentlich sogar, ne? Richtig, die hat was, ja, kennt ihr Wednesday? Ja, Adams Family, die kleine Tochter da, ne, das Mädchen, ne?
Also ich mag sie, ne? Also ich mag auch deren Schiff, also jetzt hier das neue, ne? Die Wednesday für kommt ja bald wieder Neues raus, ne? Freuen wir uns schon drauf. Also da haben wir richtig Spaß mit, ne? Also nicht mit den Mädchen, also mit den Pferden, ne? Und ja. Also ich hab Spaß. Ja, doch. Ich mache noch mal ein bisschen in einem Ei noch ein bisschen Salz dran. Damit die Panade auch schmeckt. So, das reicht schon. Ja, ne? Also Wednesday, das ist so ein liebes Mädchen. Vor allem, wo die bösen Jungs, die dann halt jemanden geärgert haben. Ja, die waren im Schwimmbad und haben da im Wasserball oder irgendwas gemacht, ne? Und sie stand am Beckenrand mit zwei Tüten Fische. Ne? Ja, und dann haben sie gleich wieder, Lade! Ja, so die Jungs, die wieder da. Wednesday an und um angequatscht, ne? Also die heißt Wednesday Mittwoch, weil sie an einem Mittwoch geboren ist. Ja, ich hätte eine Bekannte, eine Freundin und da die heißt Esther, weil Mutter bei der Geburt. Wer ist da? Und dann hieß sie nach von Esther, ne? Nur noch Esther, ne? Ja, und dann hat sie gesagt, ja, irgendwas hat sie überhaupt was gesagt? Weiß ich gar nicht. Ich stand auf jeden Fall an dem Beckenrand, ja. Und zwei Tüten Fische. Und hat sie im Wasser gelassen. Und dann kam wohl irgendwo, ah, das sind Piranhas. Wah, die Jungs alle aus dem Wasser gesprungen. Das fand ich lustig. Finde ich, das finde ich so ein Scherz, so ein Gag, ja. Das finde ich klasse. Das finde ich so richtig gut. Irgendwie, bin ich so im Schatten, ne? Auch nicht besser, ne? So rum ist besser, ne? Auch nicht. Warte mal hier, so, ne? Ja, so ist besser. Ja, na, ist egal. Ja, ihr müsst mir ja nicht so tief in die Augen schauen. Kleines. Chamäleon, kleines. So, ich schüttel jetzt hier meine Eier. So, ich habe jetzt schön meliert, ne? Könnt ihr gut sehen, ja? Schön meliert. Muss ich mal aufpassen, weil dieses Mehl unwahrscheinlich leicht flockig ist. Ja, das fliegt hier so staubfein durch die Gegend, so wie auf dem Mond, ne? Wenn die Astronauten auf dem Mond so gucken, ob da UFOs sind oder so. Ja, ob da UFOs sind oder irgendwas anderes, ja. Viele behaupten ja, ne, da sind UFOs, ne, oder so. Ja, was davon zu halten ist, weiß ich nicht, ne. Da bin ich auch immer so, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, wir können einfach nicht alleine sein, ne. Ich glaube, da ist vielleicht doch irgendwo noch was anderes, aber ja, und dann stellt man sich immer so vor, boah, wie mögen die Leute aussehen, ne? Also diese, ja, Menschen, kann man dann Menschen sagen, sind dann Aliens, ja, oder extraterrestrisch, so, wie heißt der kleine Gnome da noch, Alf und E.T., genau, E.T., extraterrestrisch, ja, Abkürzung, und wie mögen die wohl aussehen, ne? Sind die flach? Ja, wenn zum Beispiel der Druck zu hoch ist, ja, in dieser Atmosphäre auf dem Planeten, sind die flach wie so ein, ja, so ein, wie so eine Qualle, sag ich mal, am Strand, ne, so platt. Ja, und dann, hallo, ne, ja, oder liest mal irgendwie einer mal die goldene, oder, ja, die goldene Schallplatte mal anhören oder so, ne, kennt ihr, ne, da sind ja zwei so Satelliten, sind ja dann erhöht, ne, ab, hoch. Hoch geht in dem Fall auch da runter, weil hoch ist egal wohin, da oder rechts, links, runter, das ist alles hoch in den Weltraum, ne? Weil hoch und runter, rechts und links gibt es halt nur auf der Erde. Hoch ist eine Etage oben über mir, runter bin ich im Keller, da bin ich bei Nachbarin und da auf der Straße. Ja, verstehst du, was ich meine? Ja, aber im All, da ist das anders, ne? Da ist das komischer, ne? So. Da ist halt nämlich nicht so, da kann man, das kann man nicht so, das kann man gar nicht verstehen manchmal.
So, jetzt tue ich das hier in meine Eier. Habe ich jetzt schon drin. Das sieht aber schon jetzt schon gut aus. So, jetzt lasse ich mich schon abdroppen. Will hoffen, dass ich überall Ei und Mehl dran habe. Ja, das sieht aber schon ganz gut aus. Charlie, möchtest du wieder raus? Wiedersehen. Ja, nur gucken ist nicht. Ja, steht vor der Tür und guckt sich die Tür an. Ja, Katzen, ne? Katzen muss man nicht verstehen. Katzen haben ihre eigenen Diener. Ja, die sind, Katzen sind, ja, schlecht eigentlich, ne? Ja, die haben dich als Dosenöffner oder mich, ne? Oder andere. Frau Sobi hat übrigens auch eine Katze. Und, ja, Frau Sobi hat auch eine Katze. Und die macht Miau. Also, jetzt muss ich eben ein bisschen Fett haben. Gleich wieder da. Nein. Alles gut bei euch? Ja, ne? Ich mache jetzt hier ein bisschen Kräuterbutter. Ich habe ja immer noch die Kräuterbutter. Ihr wart ja mal dabei, wo ich die gekauft habe. Und die benutze ich immer noch. Ach, das ist schon 3 Wochen her. Ja, sicher ist das 3 Wochen her. 4 Wochen. Weißt du warum? Das wird nicht schlecht. Ja, wenn da dieses Ablaufdatum ja heute oder morgen beendet sein soll, das heißt nicht, ab morgen stirbst du, ne? Nee, das ist gar nicht mal so. Nee, ich benutze das auch Wochen und Monate später noch. Ja, man muss nicht sich ins Höschen machen vor lauter Angst. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist nur günstiger. Das ist einfach nur 30% günstiger, oder 50%. So, ich mache jetzt hier Kräuterbutter, habe ich hier noch. Ich habe normale Butter und Öl, Rapsöl. Ich nehme mal Rapsöl gerne. Warum nimmt er Rapsöl? Weil Rapsöl, die kannst du richtig schön heiß machen. So wie bei mir. Ja, und ich nehme jetzt ein bisschen mehr davon. Warum nehme ich mehr? Schnitzel müssen immer schön schwimmen. Ich nehme jetzt hier nochmal so einen Schnaps. Ja, ich hatte wieder Butter auch gekauft. Weil Butter, ja, dieses Curry-Silber, ne? Ja, vielleicht könnt ihr das so erkennen. Curry-Silber, ja. Curry-Silber. Ja, und? Ich sag halt keine Namen. Ich will keine Werbung machen. Sehe ich gar nicht ein, weil ich will keine Werbung machen und keine haben. Ja, ich kriege das ja gar nicht bezahlt. So, pass auf. Das machen wir jetzt hier so Wischiwaschi. Und ja, ich habe wieder Kräuterbutter. Das gibt immer noch einen kleinen leckeren kräuterlichen Extra-Geschmack dabei. So. Paniermehl. Ja, ein bisschen nur, ganz leicht nur andrücken, nicht so feste drücken. Ja, so dass das schön haften bleibt, weil es soll ja so ein bisschen Luftblasen sich bilden, ne? Aber Schnitzel, ein wirklich gutes Kalbschnitzel oder ein Wiener Schnitzel, darf ich dann auch Wiener Schnitzel nennen, hat ja so Luftblasen, ne? Ist ganz dünn. Ja, ich mag auch ganz gerne den Quickformat. Ja, muss ich hier aufpassen. Ja, schön fett. Bisschen runterdrehen, dann habe ich gleich hier Brandenburger. So, Butter fiel ich in der Mitte. Ja, Wiener Schnitzel ist natürlich sehr dünn. Kalbfleisch. Sonst darf ich nicht die Wiener Schnitzel nennen. Bei dir zu Hause kannst du sagen, wie du willst, ne? Also Fleischfladen oder so. Da kannst du machen, wie du möchtest, ne? Und lustig finde ich, das Vegane, da ist er wieder, das Vegane, ja, das vegane Schnitzel. Darf sich das überhaupt noch Schnitzel nennen?
Schnitzel ist für mich vom Schwein oder vom Kalb. Aber ein veganes Schnitzel, was ist das? Ja? Das ist so für mich so absolut konfuses Gesülze. Ja, da wissen die Leute, diese Veganer, ja, die wissen nicht, was sie sagen sollen dazu. Ja, die wissen nicht, wie sie es nennen sollen, dann nennen sie es einfach doch noch Schnitzel. Oder Wurst. Ja, Leute, Wurst. Wurst ist am besten vom Schwein. Oder vom Rind auch. Rind ist auch lecker. So, ich schmeiß jetzt schon mal hier einen Schnitzel rein. Ja, so ist es. Schön von allen Seiten und dann, nur wie gesagt, leicht anrücken. Nicht so mit Gewalt oder durch so eine Mangel durchschubsen. Nur leicht anrücken und dann wartet man auch schon. Und dann schmeißt man alles in eine Pfanne. Und wisst ihr, was ich mit dem Rest mache? Ich habe ja da noch Ei, Mehl und Paniermehl noch über. Das verrühre ich. Dann mache ich daraus einen geilen Pfannkuchen. Wow. Aber da brauche ich einen Löffel. Löffel. So. Alles schon wieder ordentlich machen hier. Das Mehl kommt ins Ei. Schön alles aufbrauchen. Der am Spülstein, der wird dir dankbar sein. Paniermehl, zack, drin. So, auch zack, drin. Jetzt muss ich gucken. Ja, ich habe hier noch ein bisschen Milch. Milch will ich. Tue ich auch noch mal einen Schluck davon rein oder zwei Schlucke. So, und jetzt rühre ich einfach um. Könnt ihr zugucken. Zugucken, wie ich umrühre. Staubt immer noch. Ich bin heute sehr staubig. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Pfeffer dran, weil das liebe ich. Ja, das sieht viel aus, ne? Nee, ist aber nicht viel. Ist genau für mich richtig. Und dann in dem Garprozess, ja, wissenschaftlich ausgedrückt, in dem Garprozess, währenddessen gebe ich auch noch ein bisschen Salz oben drauf. Ich liebe das, Salz. Ja, wenn in den Pfannkuchen, ich mag ja nicht so schaumige Pfannkuchen, wenn ich jetzt da mit einem Mixer rangehen würde, dann wäre das wieder nichts für mich. Ne? Ich mag halt nicht so das. Ja, du, da ist halt so wie so ein Schwamm, der das totale voll das Öl da aufsaugt. Ne? So, jetzt muss ich gucken. Die Pfanne. Machen wir mal ein bisschen höher. Ja, bei der Pfanne ist es immer so, du musst jetzt aufpassen, ja, dass es nicht zu heiß ist. Aber es muss ja auch, weil das ja nochmal dicke Schnitzel sind, dürfen jetzt unten nicht verbrennen, ja, aber das siehst du, so, wenn du, gucken wir uns mal hier die Kante an, ich weiß jetzt nicht wo, ja, hier, guck mal, hier kann das noch, ja, das ist noch, das muss ja erstmal ein bisschen Farbe gewinnen, ja, wenn jetzt hier so die Kante, ja, schon bräunlich wird, ja, dann ist das gut, ja, und ihr seht, ja, ich habe jetzt hier ganz schön viel Fett drin. Ja, und ja, ich habe jetzt nicht so viel Fett drin wie in eine Frittenbude, in eine Pommesbude, sondern ich habe jetzt nur so, dass ich das
aufbrauche. Ja, da kann ich morgen noch mal Eier drin braten. Ja, das wird abgedeckt. Kommt ein Brett drauf, ein Brettchen drauf. Und dann ist die Pfanne zu. Kann das nicht reinstauben oder eine Katze da reinfallen oder drin schlafen. Ne, das ist dann alles. So, jetzt habe ich hier, ach, guck mal, ist das schön. Oh, wunderbar. Und hier auch noch so. Ich muss noch mal kurz gucken. Ja, es kommt. Es kütt, es kütt mit kütt. Es kütt mit muss. Und es muss. Na, kann ich das hier so in der Pfanne drehen? So, ja, das ging schon mal. Jetzt kommst du auch noch mal dran. Weil bei mir in dieser Pfanne ist die Mitte, der heißeste Punkt. Das ist natürlich doof. Ja, aber was willst du machen? So, in der Zwischenzeit gehen wir wieder hin und spülen dann ein bisschen. Weil das kann jetzt in Ruhe so vor sich rumbrutscheln. Ja, steht auf 800. Da, wie gesagt, ich muss es halt ein bisschen länger in Ruhe durchgaren, damit es halt nicht, ja, wie sagt man so schön, Liebling, es schmeckt besonders gut zwischen dem rohen und dem verbrannten Teil. Ja, das will ich ja nicht erreichen, ne? Schnitzel sollte, also dicke Schnitzel, auf jeden Fall sollte man, wenn man meint, die sind jetzt durch, sollte man die eigentlich noch ein bisschen ruhen lassen. Und das bei, boah, kleiner, schwacher Hitze. Bei Steak ist es auch nicht anders. Ja, gönnt dem Fleisch ein bisschen eine Ruhepause und dann wird dann auch was mit der Nachbarin. Ja, wenn du Nachbarn, so einen Nörgeln-Nachbarn hast, ne? Ja, und du machst es mal wieder eine Grillparty, weil letzte Wochenende hast du es schon. Jetzt machst du wieder am Wochenende eine Grillparty. Und haben da so eine Nörgelnachbarin, ne? Also so eine Frau Sobia, ne? Die dich so richtig nervt mit ihren Meckereien. Lade sie doch einfach mal zum Grillen ein. Mach das mal. Dann ist dann irgendwie alles in Ordnung. Dann läuft das nämlich wieder mit der Nachbarin. Ja, ich nehme immer noch meine Holzbrettchen, wie ihr sehen könnt. Mal ein größeres, mal ein kleineres. Warum macht der Mann das? Warum nimmt er nicht einfach Plastik, wie alle anderen das auch machen? Nee, Plastik ist, wie gesagt, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Und ich nutze jetzt hier auch nur ein bisschen diese Plattform, um den Leuten das mal ein bisschen zu erklären. Weil du kommst, also Naturschutzbund, ja, diese ganzen Einrichtungen, die es da gibt, diese ganzen so diese Gesellschaften da, ne? Du kommst da gar nicht dran. Du kommst da überhaupt nicht normal dran. Du kannst dich gar nicht mit denen unterhalten. Ja? Die verlangen doch tatsächlich, nur weil du denen eine Meldung machen möchtest, hier verbrennt einer gerade einen Walfisch. Ja, Asbest oder so, sagen wir mal, ne? Das kannst du denen gar nicht melden. Kommst du gar nicht dran an diese Menschen. So sieht's aus. Ja, du kommst gar nicht an diese Menschen dran, weil du musst nämlich Mitglied sein. Du musst einen Mitgliedsbeitrag leisten, damit du die anschreiben kannst. Ja, hallo, wo gibt es denn sowas? Wir haben noch niemals einen Postkasten, eine E-Mail-Adresse, wo man als Nicht-Mitglied ja mal eine Meldung machen kann. Ne? Also, das geht überhaupt nicht. Ne? Du kannst dir nicht sagen, ja, ihr seid Naturschutzbund und seid für Tiere und Natur und deren Gesundheit und Sicherheit. Ja, du kannst dir nicht schreiben, hier wird gerade eine Höhle zugemauert, da sind Hunderttausende von Fledermäuse drin. Kannst du gar nicht. Ne? Also, furchtbar, furchtbar sowas. Ne? Ich habe an drei oder vier verschiedenen Stellen, habe ich BUND oder wie das da heißt, nicht in dieser Nachrichtendienst, sondern Bund, Naturschutz oder irgendwie sowas. Boah, ich hab's überall angeschrieben, ne? Kein Durchkommen.
Ja, ich habe ich habe da dreimal, viermal, je nachdem, ich habe da irgendwelche E-Mail-Adressen gefunden, Ansprechpartner für dies und das. Dann habe ich die angeschrieben. Da kriegst du keine Antwort, weil du keine Mitgliedsnummer da drauf geschrieben hast. Ja, woher soll ich die haben? Ich muss doch nicht überall Mitglied sein. Ich muss doch nicht Mitglied bei der Polizei sein, ja, um da eine Straftat zu melden. Hallo? Leidet noch? Alles gesund bei euch? Ja, verstehst du? Das ist das Problem. Und darum versuche ich das auch mit euch. Ja, sagt es einfach weiter. Oder versucht euch da mal, vielleicht mal drüber nachzudenken, oder für euch ins Geheime so, ne? Oder mit der Familie drüber zu sprechen. Ich nehme grundsätzlich noch Holzbrettchen zum Schneiden, für Obst, Gemüse, Fleisch, ja. Ich bereite drauf alles drauf vor. Ich roll da meine Frikadellen aus, meinen Teig drauf aus. Ich brauche halt nicht in Plastik. Plastik, ja. Guck mal, du gehst mit einem scharfes Messer. Nimm jetzt mal hier so ein nicht so scharfes Messer, das ist sonst gefährlich. Ja, du schneidest ja in das Plastik so rein. Und dann schneidest du mal wieder so. Und dann wieder so. Und dann kratzt du jetzt, sag ich mal, gehacktes, so sag ich mal, oder Zwiebel, kratzt du jetzt von diesem Plastikbrett runter. Erstmal hast du schon mal Plastik, ja, richtig dickes Plastik, viel Plastik, hast du schon mal an den Zwiebeln. Ja, aber wenn du so schneidest und dann kratzt, ja, dann steht da so Einschnitte, so gerade, grad, sagt man, ja, steht dann hoch und dann kratzt du das jetzt hier so alles weg. Ja? Logisch, ne? So, und dann spülst du das, da musst du mal bringen. Hast du ein dunkelblaues oder ein blaues Schneidebrett, kratzt da mal drüber. Oder nimm mal hier, weil du hast gerade noch rote Beete geschnitten. Oder Fisch, du bist der Meinung, das riecht noch, ne? Ja klar, auch Plastik hat nämlich Gerüche an. Was denn sonst, ne? So, und dann geh mal hin, nimm mal hier so einen Topfschwamm, wenn das mal angebrannt ist, ne? Viele Leute nehmen das einfach als Verzweiflung, weil das total rot eingelaufen ist. Ja, kratzt die Öl, gehen wir mit dem Topfschwamm so drüber. Ja, und dann geh mal, guck doch mal, ne, beim Abspülen, um da Seifenreste abzuspülen, ja, guck doch mal, so hält ja schräg, ne? Was hier unten, was da unten als eine blaue Farbe plötzlich rausläuft. Das ist keine blaue Farbe, das ist Mikroplastik. Das ist Mikroplastik. Ja, und nichts anderes, ja. Und die Leute sollen mir nicht erzählen, dass das nichts ist und dass das so hygienisch ist. Leute, das ist nicht hygienischer. Ja, das ist Holz. Holz ist besser. Ja, Holz ist hygienisch. Ja, Holz reinigt sich von selber, wenn ich das jetzt trocknen lasse. Ja, also alle zwei, dreimal benutzen, wird das nicht nur abgespült, sondern ich gehe dann ganz einfach hin und mache dann einen richtigen Schubser Essig-Essenz dran. Und dann lasse ich das so richtig drauf liegen. Also die Pfütze Essig lasse ich so einfach auf das Tablett. Und eine halbe Stunde später komme ich runter und wische dann ordentlich ab. Da sind keine Bakterien dran oder Zuckzian oder wie Krankheitserreger da alle heißen. Das ist nicht. Nein. Ja, wenn ihr das schöner haben wollt oder vielleicht ein bisschen, weil Essig euch so ein bisschen in der Nase kitzelt, mit einer Zitrone. Halbiert eine Zitrone, macht da auf das Brett ein bisschen Salz drauf, ne? Ein bisschen reicht, ne? Dann nehmen wir die halbe Zitrone und dann reibt ihr das so ein. Zitrone ist auch nichts anderes wie Essig. Ja, Zitronensäure sorgt auch für Sauberkeit und Reinheit. Und das Brett ist auch wieder steril. So. Ich muss jetzt gerade mal noch ein bisschen runter gucken. Ja, das löst sich schön. Aber ich muss sagen, mit dem Tempora-Mehl habe ich jetzt so richtig, habe ich richtig Spaß. Ganz gut, ne? Aber das klebt gut, ne? Oder jetzt löst sich das, ne? Ja, ich habe immer ziemlich dick paniert. Was man sieht, sogar zwei, dreimal hin, paniert das zwei, drei, doppelt und dreifach, ne? Da hast du noch eine Panade drum, ne? Das sieht auch richtig dick aus, weil, oh, da bist du doch drum, lecker, ne? Aber wie gesagt, Leute, du kommst nicht an solche, vielleicht habt ihr da mal Glück, ja, und dieses Plastikscheiß, ja, das ist ja nicht bei euch nur im Haushalt. Nee,
Ja, deine Nachbarn rechts, links, oben, unten, vorne, hinten, ja? Die haben alle so ein Brett. Nicht jetzt das vom Kopf, ne? Aber das hab ich ja immer, ne? So, aber die haben alle so ein Brett. Bei euch auf der Straße sind schon mal 50.000. Da wohnt er in Berlin auf einer ganz langen Straße da, ne? Dann hast du schon mal 500.000 von den Brettchen, weil du hast ja nicht nur ein. Nein, du hast ja dann drei, vier Stück dann da rumstehen, ne? Ja, guck mal hier. Da, ich zeige Chaotenecke. Da, alles nur Holz. Ne? Ja, verstehst du? Ne? So. Und dann, dann hast du dann auch hier, genau wie mit dem Plastikmüll, allgemein. Plastikmüll gehört nicht ins Meer. Überhaupt nicht. Das hat dann überhaupt nichts drin zu tun. Aber ich bin es nicht. Ich fühle mich nicht schuldig, wenn ich an der Kasse stehe bei Brutto und ich greife da unten, ja, ich nehme die Zigarettenhülsen raus, sondern ich nehme mir eine Plastiktüte, um meinen Einkauf zu verstauen. Und dann musst du mal die Gesichter mal sehen hinter mir. Da stehen da so ein paar Gören, ja, so Toolworks, ne, so ein Zöpfkes da. Da könnte ich gleich so reinhauen. Nein, mache ich nicht. War nur so gesagt, gedacht. Ne. Ja, aber dann immer diese Mann, ist da eine Plastiktüte genommen? Weißt du, da könnte ich jetzt recht, da könnte ich zweimal eine reinhauen, so. Na, ja, und? Ich gehe doch nicht mit dieser Tüte ans Meer. Ja, ich fahre doch nicht im Urlaub, die Tasche voll mit Plastikmüll und bei Sonnenuntergang, yeah, schön, ich schmeiße das so Plastik. Das will ich nicht. Ich mach das nicht. Ja? Jetzt vor kurzem habe ich noch so einen Bericht gesehen, wir hatten Unmengen, da war so ein bisschen Sturm, da kamen Unmengen von Plastikschall angeschwemmt. Ja? Das ist nicht von mir. Und ich glaube auch nicht, dass unsere Stadt, ja, mit dem Mülleimer Autos da irgendwo ans Meer fährt, ja, vielleicht Holland reicht ja schon nach Scheveningen oder so, rückwärts ranfahren, kipp auf, reißt die gelben Säcke noch auf und schütt alles hin oder so. Glaube ich auch nicht. Nee. Ich meine, ich glaube auch nicht unbedingt, dass die jetzt gerade alles schön sortieren. Das werden die auch nicht machen. Ja, die werden auch nicht jetzt hingehen und, das ist ein Aluminiumdeckel, der gehört dahin, dieses Plastik gehört dahin, oh, das PET, das gehört dahin. Ja, die sortieren das ja. Machen die auch nicht immer alles. Ja, deswegen sage ich für euch, tut mir euch eingefallen und, nehmt die Aluminiumdeckel vom Joghurt, ja, ganz abreißen, extra, also beides zusammen in der gelben Tüte, ja, klar, oder gelbe Tonne, wie auch immer, und dann ist es gut, ne, besser ist das, ne, ja, einfach drin damit und drin lassen und nicht mehr rausholen, aber ich spüle das auch nicht, weil das spülen die selber, ja, die machen da kleines Granulat raus, ja, und dann kriegst du hinterher, ja, diese Fließpullover. Ja, das war mal ein alter Joghurtbecher. Geil, ne? Ja, ehrlich, Fließpullover. Diese Fließjacken, dieses, was sich so komisch anfühlt, ne? Und da so endlos drin am Schwitzen bist. Das war mal eine alte Limoflasche, ne? Oder ein Joghurtbecher. Doch, ehrlich, ja. Ja, und kann man alles machen, muss man aber nicht. Ach ja, Leute. Aber ja. Aber wie gesagt, ne, du kommst nicht an diese Naturschutz-Pappnasen, kommst du nicht dran. Keine Chance, ne? Keine Chance. Nee. Weil, wie gesagt, du musst Mitglied sein. Du musst echt zahlendes Mitglied sein, damit du mit irgendeinem redest. Aber dann würde ich mit keiner reden. Ja, weil dann bin ich ja derjenige, welche, ja, ich bin Mitglied, oh, boah, nenn mich Sie oder Onkel, ne? Ja, ja. So, jetzt schaut euch doch mal das Bild an. Sieht das gut aus? Mal gucken von unten, ja, kann auch so bleiben. So, ist das hübsch? Sieht das gut aus? Oh, lecker, schmeckrig. Ja, ich liebe dieses Bild. So.
da bin ich wieder. Ja, zwischendurch muss ich aber im Schrank wieder reinräumen. Ne? Man kann das ja nicht so liegen lassen. Macht ja keiner für mich. Ich sag, ich mache da einfach ein paar Fritten rein. Ne? Fritten sind immer gut. Fritten. Fritten. Nehmt euch jetzt mal wieder ein bisschen mit hier rüber. Ja. Ich habe jetzt heute mal ein paar Schnitte mehr reingemacht. Ich finde das immer so wirklich dieses zersplitternde Glas, wenn ein Filmschnitt ist. Finde ich lustig. Ja, okay, ihr findet das nicht lustig. Spielt ihr eigentlich Minecraft oder Reign of Kings oder sowas? Weil wir haben da jeweils einen Server von. Wenn ihr Langeweile habt, ja, fragt mich einfach. Ich werde dann gerne den Zugangscode darüber schicken. Bei Reign of Kings ist es einfach Boulder Crashes. Ne? Boulder, ne? Wie der herabstürzende Felsbrocken. Ja, und bei Minecraft weiß ich nicht, da ist so eine IP-Nummer, ach nee, nicht IP, wie heißt das, so eine Zugangsnummer da, ja, den musst du da eingeben, dann findest du unseren Server und dann kannst du da bauen ohne Ente. Ente. Sodele. Warte mal, was habe ich denn jetzt gesagt? Ach, Fritten. So, hier ist schon wieder Plastikmüll. Ja, guck mal, da ist jetzt hier so ein weißes Plastik. Ja, und hier der Deckel, also dieser Schnippidrücki, ja, ist schon wieder anderes Plastik. Darf man, ich tue auch nicht auseinander, ne? So, ganz brutal, ne? Hallo? Guck mal, da ist immer noch was hier dran. So, aber, das hat jetzt in meinen Mund reingestaubt. Mann, ist das ekelig. So, guck mal, da klebt jetzt immer noch was. Ja, das ist, das kriegst du, das ist Plastik verklebt, ne? Muss das sein? Ja, das sind ja zwei verschiedene Plastiksorten. Einmal mit Farbe und einmal ohne Farbe. So manchmal kriege ich eher eine Mütze, ne? Jetzt wollen sie auch sogar noch eine Steuer erfinden. Eine Plastiksteuer. Da muss ich die bezahlen, weil ich zu dumm bin als Fabrikarbeiter. Ja, oder als dieser Hersteller von irgendwas. Ja, eine Tomate, wenn ich die 27 mal extra in Plastik einpacken muss, ja, genauso wie die Pappnasen, ich weiß nicht, Edeka oder wo das war, ne, ja, eine Banane hat eine geile Verpackung, ja, eine Apfelsine hat eine super geile Verpackung, nee, für die Sesselpupser, ne, da musst du so ein Döschen, ne, mit Fruchtfleisch, mit so Fruchtcocktail, ne, mit einem Plastiklöffel an der Seite, ja, nur Plastik, Plastikdeckel, und Plastikdose, ja. Und ja, dann noch kommt noch eine Plastiktüte drüber. Und dann noch das Etikett, was dann auch meistens aus so einem Papierplastik ist, ne? So eine Mischung irgendwas. Kackengeil. Finde ich richtig gut, ne? Finde ich richtig scheiße. So, wie ist da das? Ne, ich finde das wirklich scheiße. Viel zu viel Plastik. Ja. Aber dafür eine Steuer erfinden. Ja. Der Staat erfindet jetzt einfach mal ganz schnell neue Steuern. Ja, ich hätte ja eine Idee. Ihr müsst ja nicht nur die Renten, ja, kürzen vielleicht, ne, um euren Blödsinn, den wir jetzt, wo wir nichts mit zu tun hatten und nicht mitreden durften, ja, müssten wir jetzt finanzieren, ne, ja, hätte ja eine Idee. Guck mal, die Rentner, so wie ich, ja, sitzt nur so rum, ja, jetzt erlaubt doch mal in den Städten, oder verbietet dann nicht mehr Tauben zu füttern. Ja, erstmal könnte ja so ein Futterautomat da stehen. Steuern. Ja? Und dann so die Parkbänke. Die Parkbänke, ja, wo dann die arme alte Frau Weihrauch, ne, Oma Weihrauch, ja, sich da mal hinsetzen kann. Ja, und dann Beine hoch. Ach, die gibt da gar nicht, jetzt hat kein Gegenüberbank. Also auf jeden Fall sich so ein bisschen, ne, so abspannen, ausschalten kann, so ein bisschen, und dann für Tauben füttern. Da könnt ihr ja in den Parkbänken, könnt ihr ja so einen Geldautomaten hinmachen, der dann erst die Parkbank runterklappen lässt, ne, so, verstehst du? Geil, ne?
Ja, Steuergelder. Alles reinholen. Oder? Mach das doch mal, ja. Was haben wir denn noch? Guck ins Schaufenster steuern. Schaufenster bummeln, kannst du auch was. Guck mal, wenn du abends so, sonntagsabends so durch die Einkaufsstraße durchschlendert, wenn da mal einer durchschlendert, entweder wieder zum nächsten Imbiss, zum Italiener da oder so, ja, aber direkt Einkaufsbummel oder spazieren gehen ist das ja gar nicht, ne? So, und dann kannst du ja da gucken, ne? Gucken. Da kannst du ja da gucken, kann ja auch was kosten, ne? Wenn du hier reingucken willst, hier 50 Cent reinschmeißen, dann geht die Mauer runter und dann kannst du da reingucken in den Schaufenstern. Toll. Ja, blöde Idee, ich weiß. Keine Ahnung. Aber, weißt du, der Staat weiß ja auch schon nicht mehr, wie er machen soll, ne? Baut Scheiße, du bist schuld, ne? Ja, ist doch normal, ne? Du baust der Staat baut Scheiße, ja, vergeigt da mal so eben, ja, 60, 70 Milliarden, das ist eine Zahl, dass Leute das könnt ihr ja gar nicht realisieren, ja, vergeigt das, oder, ja, verwendet das woanders für, wo dann hinter für das andere, keine Knete mehr da ist, ne? Ja, Greta Thunberg lässt grüßen, die hat alle bekloppt gemacht, ne, auch, ja, oder? Greta, Mann, du bringst alle durcheinander, du, deine komischen Zöpfchen-Ideen da, mach mal so, oder mach da Drähte rein, dann siehst du aus wie die Strumpflange oder sowas, ne? Ja, Leute, ja, ich meine, Hochachtung vor das Kind, ja, also wenn das nicht gaga im Kopf ist, also Hochachtung, wenn das schlau ist und vernünftig ist, dass die sich sowas wagt, sowas traut. Hm? Alles gut. Ja, dass sie sagt, pass mal auf, Schüler, Mitschüler, ja, wir müssen jetzt was machen. Das ist ja in Ordnung. Da kann sie ja auch auf die Straße gehen und Pappplakate hochhalten. Aber da kommt schon wieder so andere Sachen, die möchte ich jetzt nicht mehr erläutern. Ja, aber da kommen wieder so andere Sachen, die, ja, ganz böses Geschmäckle bei sich haben. Ja, und dann kommen die Zombies. Die Straßen, ich kleb mich auf der Straße fest, Zombies, ne? Ja, wir standen früher auf Kaufhaus-Zombie. Ja, weißt du? Das war doch ein richtiger Hammer für ihn, ne? Kaufhaus-Zombie. Kennt ihr den? Echt, den richtigen Namen weiß ich jetzt nicht. Ja, der wurde ja auch mal neu verfilmt. Neuverfilmung könnt ihr ja alles vergessen. Guck ich nicht, ne? Nur das alte Original. Da habe ich immer Spaß dran. Das ist so überhaupt das Nonplusultra. So, ich mache jetzt, wie gesagt, ein paar Frittens dabei. Fritten. Oh, ganz langsam runter. Ganz langsam. Ja, wenn ich nichts weiß, dann gibt es halt die dicke Fritte. Ah, die dicke Fritte. Guck mal, da ist schon wieder Eis drin. Eieieiei. Die dicke Fritte. So, siehst du? Guck mal, Kathi, du hast ja als auch so einen Etagengrill, ne? Ich tue das einfach hier mal auf so einen Grillrost, ne? Und das ist auch die dicke Fritte. Die wird gut da drin, ne? Und dann stelle ich die immer so auf, ja, ich mache da manchmal so ein kleines Hügelchen. Das hat den Grund, weil da drunter sind da manchmal nicht so endlos hart verbrannte oder nicht, verbrannt sind die nicht. Ja, du stellst einfach auf Pommes ein, bei mir zum Beispiel, dass du so ein Display, ja, Pommes einschalten, fertig. So, aber die tue ich jetzt erstmal nur hier rein, weil ich weiß ja nicht, wann Niki aufsteht und wir machen jetzt wieder, ne? So, das darf ich gleich rausbringen in eine Tonne kloppen. Jetzt muss ich erstmal, wo seid ihr? Immer schön aufpassen. Ah! So, die tue ich jetzt gleich hier in the Dingens, in the House. Ja, ich tue die Schnitzel jetzt hier in so eine türkische Backform, Auflaufkellerform. Da tue ich jetzt die Schnitzel so rein deponieren. Sieht gut aus.
Schön mit dem Fett nach oben. Sieht auch gut aus. Aha, sieht das gut aus. Guck mal, sieht das gut aus? Ah, alter Schwede. So. Das Gitter kann da raus. Nee, das kann da wieder rein. So. Ach ja. Wunderbar. Leute, ich bin... Wo seid ihr denn? Warum seid ihr da? Sag mal. Mensch. Nicht traurig sein, nach unten gucken. Gut, gar nichts. So, jetzt mache ich hier den Pfannkuchen. Ne, guck mal. Ja, das sieht aus wie so eine Kiwi mit die kleinen Pfefferkörnchen da drin. Ja? Ah, oder so eine Dragon Fruit. Das ist übrigens keine moderne Erfindung, wie der Pink Damen Apfel da. Boah, ist das wirklich ein Apfel. Leute, ganz ehrlich, nur weil er pink ist, ja, und auch das Einhörnchen da, Unicorn, auch pink manchmal, müsst ihr doch nicht den Apfel auch in pink. Ja, was soll denn der Dreck? Boah, das ist kein Apfel für mich. Ja, so einen richtigen Apfel, so am besten so, ja, vom Land irgendwo, ja, vom Bauernhof, ja, wo du weißt, oh, kackengeiler Baum, kackengeiler Apfel, lecker, super schmeckrig, ne? Nee, aber, weißt du, da kriegst du so neu modernen Quatsch da in der Obstkiste, bläh, das schmeckt überhaupt nicht. So. Das ist auch noch schön dünnflüssig. Schön alles aufbrauchen. Wir haben Spülbecken, wird dir dankbar sein. Bisschen schütteln, dann zerfließt das noch. Ah, Leute, ich liebe es. Ja, das ist mein Geschmäckle. Ja, ne? So schon habe ich wieder was zum Spülen, ja. Ach, das nimmt aber auch kein Ende. Kein Ende im Gelände. Hoppala, Herzchen. Muss ich mal aufpassen. Ich hätte mal, also nicht wundern, wenn ich manchmal so huste. Das kommt hier, vom Herzen. Da macht mein Herz Seitensprünge. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal gehabt? Ja? Ah. Aber da geht jetzt keiner fremd oder so. Nee, das ist, wenn ich so Herzstolpern habe, dann sage ich immer, Herz macht Seitensprünge. Ist ja auch so. Das sind die sogenannten Extrasystolen. Ja, wenn da so eine Krankenschwester oder ein Krankenbruder bei euch jetzt gerade in der Nähe habt, oder da sitzt jemand, der kennt das Extrasystolen. Ja, also so eine Extrasystole, das kann dich gaga machen, ne? Da kriegst du Panik. Du weißt ja auch gar nicht, was da los ist. Dann machst du, ja, weil das ist so ein kleiner, süßer Nebeneffekt. Du kannst damit praktisch das Herz stolpern oder das Herz dann wieder so, denkst du, wieder in Gang bringen. Ne? Ja, das ist also... Eigentlich bin ich doppelt und dreifach bestraft. Na, guck mal. Hier oben, ja. Alles andere. Ja, Rücken ist vielleicht was anderes. So, nee, Rücken. Ja, das habe ich schon, ist ein Geburtsfehler. Ja, den habe ich ziemlich, ja, gut kaputt. Ja, ich habe mal hoch wie ein Pferd. Ne, wie ein Pferd, ne. Nicht jetzt so, ja. Ja, sich, nicht wie der Reiter, der sich so da drauf setzt auf das Pferd, sondern ich war das Pferd. Ja. Und I got Bonnie M. zeigte mir gerade schön. Finde ich auch heute Bonnie noch schön. Toll, Bonnie toll. M ist so richtig. Ja, das war so meine Musik damals. Ach, oh, habe ich da Spaß gehabt. Das war. Ja, also. Ach, ist der schön groß. Ach, ist der Rasen schön grün. Kennt er nicht, ne? Nee? Ach, ist der Rasen schön grün.
Aber wo laufen Sie denn? Nein. I speak English. I could tanzen. And I look. Jetzt habe ich hier noch so, guck mal. Ich habe mir noch so Buttergemüse. Dann machen wir uns dabei, ne? Wollt mal so ein richtig gutes, feudales Essen. Ja? Und da kannst du, in dem Fall kannst du hier auch was verfeinern. Ja? Wenn du jetzt hier hingehst, Butter ist drin, und dann machst du noch einen Schluck Milch drin. Dann hast du so, ja, wie so eine Sauce Hollandaise bald, ne? Die Milch, die verdunstet so ein bisschen. Ja? Und dann hast du so ein, wie Sauce Hollandaise da drumherum. Und eine weiße Soße. Super. Ja? Brauchst du nur halt nur ein bisschen was Milch dran machen. Dann läuft das. So. Das ist schon wieder Papiermüll. Das ist schon wieder anderer Müll. Ja, das geht schon wieder in eine Papiertonne. Ja, aber die das Plastiksteuer. Ne? Bald kommt auch die Zuckersteuer. Ne? Aber das wird ja dann alles immer so auf den Kunden abgewälzt. Das ist ja nicht nur so. Oder Diesel wird teurer. Oh, endlich kriegt der Diesel mal einen übergebraten. Oder hatte ich mal. Ja, ich hätte mal einen Diesel. Ein 200er. Ne? Ihr wisst so, ne? Die eine Marke da, die Edelmarke, ne? Ach, Edel. Ob das so edel ist, weiß ich gar nicht. Aber ist egal. Auf jeden Fall, ja. Wollte ich da nicht wieder sagen. Nee, ist raus. So, und, ne? Ja, aber was macht die Politik mit uns? Da werden einfach mal auch keine Kohle da. Wir sind schuld, aber wir verraten bei keinem. Ja, dann gibt es so April, März Menschen, ihr wisst, was ich meine. Ja, die verraten dann da, was die für den Scheiß gebaut haben. Ja, und dann müssen wir dafür gerade stehen. Ja, Leute, wisst ihr, was ihr eigentlich was verdient habt? Ja, ich will ja nichts sagen, ne? Wählen tue ich euch schon lange nicht mehr. Ja, meine Wahl habe ich getroffen. Ja, weil Comedy und Satire kann ich auch selber machen. Kennt ihr jetzt, ne? YouTube, der dicke Mann mit seiner Familie, ne? Alle so ein bisschen durchgagger, ne? Macht ja nichts. Man kann doch gagger sein. Ja, das ist so. Torschlusspanik? Nee, da gibt es so einen Ausdruck. Ja, wenn du da noch Spaß hast, du wirst gleich passiert was Schlimmes, ja, kommst vom Richter, ja, gibt es so einen Spruch, ja, alle weiß ich auch nicht immer auswendig, und das würde jetzt passen. Der Spruch, der würde jetzt genau exakt hier in das Thema passen. Ich muss mal eben kurz hier meinen Pfannkuchen. Ah, oh, der sieht ja mal richtig mega aus. Muss ich euch zeigen. Komm, mit runter. Boah, guck mal. Oh, guck mal, wie der sich dreht. Oh, und das schäumt, das Fett schäumt. Macht das auch mal, ja? Müsst ihr von den Resten nicht wegschütten. Ja? Das ist doch Verlust. Ja? Und das Ding, war das viel. Jetzt geht das so wie so eine Wanne so hoch. Und jetzt muss ich da noch ein bisschen Salz drauf machen. Ja, das ist jetzt Pflicht. Da dürft ihr mich jetzt nicht mal stören, ne? Warte mal. Schön überall rundherum. Das lasse ich jetzt so. Da drehe ich jetzt gleich nicht mehr um, weil sonst wischt sich das Salz ja wieder ins Fett ab. Ne? Und das muss ich ja nicht. So, und dann, wenn ich damit nicht fertig bin, dann kann ich mich nämlich um das Gemüse kümmern. Ja, ich habe, guck mal hier, da ist ja so alles drin, ne? Karotti, Blumenkohl, Erbskens, ja, und Maiskörners. Ja, da sind sogar drei Maiskörner drin. Hier ist ein Maiskorn, den zeige ich euch. Ja, hier ist ein Maiskörnchen drin. Ansonsten, oh. Die Maiskorn-Zuteilungsmaschine, die war defekt. Da fielen noch so ein paar oben vom Regal runter. Von der Aufbau und von dem Motor. Die lagen da oben drauf.
Die sind jetzt dann in einem Karton gewesen. Nee, Mais mache ich auch nicht so. Doch, ich esse Mais, weißt du wie? Dann nehme ich die Kidneybohnen und Maiskörner. Beides jeweils aus der Dose. Von den Kidneybohnen kippe ich so viel, da ist ja noch so eine Sülze, so eine Flüssigkeit mit drin, der kippe ich so ein bisschen ab. Dann mache ich da Balsamico-Essig dran, Zwiebelchen, ein paar Kräuter und mische das dann alles so zusammen. Ach Leute, ein bisschen Zucker darf auch nicht fehlen, ne? Eine ganz kleine Prise Salz, ne? Und alles ist gut. Dann ist ein geiler Salat. Wenn du eine Party machst, ne? Mach doch einfach diese beiden Sachen zum Beispiel, ne? Mais, Kidneybohnen, ja, aufreißen, normalen sauer Essig, Öl, Dressing dabei, ja, und dann gehst du hin, machst du euch noch einen super geilen Salat. Die Leute, die werden die mit den Finger lecken, ja. Ich liebe diesen Salat, ne? Und wenn du noch einfacher haben willst, nimmst du weiße Bohnen. Wenn du weiße Bohnen hast, ja, da kannst du zum Beispiel auch einen geilen Salat draus machen, kleine Zwiebelchen schnibbeln, Würfelchen, ja, und dann machst du da Essigöl, ja, Salz, Pfeffer, ja, so ein ganz normalen Salatdressing, also auf Sauerbasis, ja, und dann gehst du den, machst du dann einfach, sag mal, ne, Dingens dran, Löffel, ja, oder Salatbesteck zum Umgraben, ne. So, oh, der lebt, der Pfannkuchen, der macht immer so, der oh, Punkt. Schaut mal, Niki ist wach geworden. Ist der süß, wenn er so wach wird? Mit seinem Zickenbart, oh, lecker, pass mal auf. Und da muss ich euch mal zeigen. Der Beweis, dass Niki immer im Dunkeln aufsteht. Dass er sich kein Licht anmacht. Diesen Kleid, eine Schwarze, andere weiß man es nicht zu sagen. Du hast zwei graue Strümpfe. Nee. Ja, auch nicht schlecht. Der Schütteleffekt. Trink du dir mal ein Hustensaft. Ja, das kriegst du aber auch, ich sag ja, tu das mal auf den Löffel, den kannst du wenigstens den Löffel hinter ablutschen. Dann ist so ein dieser Hustensaft, der ist so dickdrabbig, der ist so wie Rübenkraut. Ne? Kennt ihr Zuckerrübenkraut? Ja, den kriegst du, der kommt gar nicht komplett aus dem Becher. Oder wie Eierlikör. Ja, früher, ne, mit der Zunge, weil ja, mit der Zunge in das Glas rein, damit du bloß bis zum letzten Tropfen alles rauskriegst. Ja, da ist, siehst du, da ist noch so ein Viertel voll. Bist du gar nicht rausgesaugt. Gelutscht. So, Dalle. Jetzt machen wir uns hier an dem Buttergemüse. Alles da? Nö. Der sieht schlimm aus, ne? Ganz krank, der Kleine. Du brauchst jetzt nicht im Kühlschrank gucken, ich bin am Kochen. Wach dich. Ja, ich dachte, da wäre fetten Speck gewesen. Fetten Speck, ja, fetten Speck. Da sieht er gar nicht mehr aus, ne? Der mag fetten Speck. So richtig so dicke Scheiben, so abschneiden, Stulle dabei und fetten Speck. Boah, wie im Mittelalter. Was machst du da? Du kannst nicht so hochpowern. So. Kann man mich doch nicht noch morgen dastehen. Ja, sicher. Hast du Hunger? Nö. Noch nicht? Nö. Okay, dann warten wir noch ein bisschen. Sitze. Da kommt jetzt gerade aus dem Bett, oder ist gerade aus dem Bett gefallen. Also dann brauchen wir nicht. Was hast du jetzt? Wo irgendwie? Was brauchst du denn? Schokolade. Er braucht Schokolade. Ja, das beruhigt mich nicht. Schokolade beruhigt ja, dann lutsch doch, nimm doch einen Löffel Honig. Wolltest du einen Löffel Honig haben? Nee. Ja, Honig ist aber gut. Honig wirkt desinfizieren, Leute. Wenn ihr auch mal Schwierigkeiten im Hals habt oder so, nehmt einen Löffel Honig, ja, das desinfiziert. Ei, verporten mit Eier, Baumkuchen mit Eierlikör. Ey, der Mann, der lebt verdammt gut, ne? Oder? Boah, und das beruhigt. Ja, das beruhigt. Ja, toll, warum koche ich eigentlich? Warum koche ich? Gibt's da irgendwie einen besonderen das Grund, warum nur, ich koche? Das ist nur ein Aperitif. Ja, Aperitif kannst du haben, da ist Raki. Nee, da ist ein Alkohol. Das ist ein Alkohol.
Sag mal. Eier holen macht die Birne holen. Dann mehr Platz für Eier holen. Ja, sicher. Aber du musst nicht, du musst bitteschön nicht vorher irgendwas anderes fressen. Ja, und ich bin ja. Das ist Eier nicht so, das ist ein Aperitif, also. Ach, du bist doch ein Dödel. Mensch. Mach mich nicht. Und so viel ist in der Packung auch nicht drin. Das hat doch damit nichts zu tun. Doch. Bei dir reicht das. Aber ne. Der ist ein Gummibär, weißt du, der wird dann, quält deinem Magen so auf, ne? Und dann, ne? Passt dann nicht mal mein Essen rein, weil ich koche. Dann lässt ich, dann werde ich das nächste Mal einfach mal sein lassen. So, dann kriegt er keine neue Sendung. Ja, dann haben wir nämlich so ein Kasperle-Theater, ja. So, ja. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ja, ich koche. Mühe mich ab, ja, zeig mich mit dem Politiker hier rum, ne? Und er kommt, isst dann so Pralinen, Baumkuchen, mit Eierlikör und Leckerchen. Ach ja, aber das kenne ich nicht anders. Also wenn der wenigstens, ja, er kann das super vertragen, ja, er kann rundum sich zufressen, ja, da passiert nichts, ne? Der wird nicht dicker und da passiert einfach nichts, ne? Aber das ist natürlich eine Unsitte von ihm. Weil mich macht das säuerlich, ne? Dann passt dann hinterher das Essen nicht mal da rein. Weil ich gebe mich ja doch Mühe, ne? Das ist ja nicht nur so, dass es jeden Tag Pommes mit Salz gibt. Oh, heute gibt es immer Pommes mit Salz. Morgen gibt es Pommes mit Salz und mit Curry. Oh, schon einfach schwierig. Nee, so ist es ja nicht. Ne? Oder eine Dose aufreißen, rein damit, warm. Nee, ja, ja, man macht sich ja doch Mühe, ne? Ich habe jetzt die Schnitzel da gekloppt. Bin schon ganz bekloppt. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Schreibt da mal ihn persönlich an. So, Butter. Du kannst jetzt mal langsam auftauchen. Auftauen meine ich damit. Ach ja. Nee, aber den gibt es nicht anders. Der war schon immer so, wir kennen uns jetzt auch schon fast 14 Jahre, sind wir zusammen. Seit 13 Jahren sind wir verlobt. Und manchmal möchte ich ihn schon anders haben. Ja, so ungefähr, ne? So ganz liebevoll, ne? Ganz liebevoll umarmt so. Ja. Aber letztendlich die Knackwurst. Knackwurst. Oder kennt ihr den Film Bettrolle? Kennt ihr den? Boah, Hammer, ey. Ich liebe dich total. Ich liebe dich auch total. Oh, ich liebe dich so total, total. Ich liebe dich auch total. Aber ja, also das, ich weiß nicht, wer das war. Irgendein Hauer. Retthauer oder Beinhauer. Da weiß ich nicht, der den Film da sich so ausgedacht hat. Da geht um eine Bettrolle. Ja, also so ein Nackenkissen, da in rund, ne? So rollig eben. Ja, rollig. So, und das war natürlich ein Hammerfilm, ne, damals. Oh, bisschen bekloppt, bisschen viel bekloppt. Ja. Und dann, die haben sich dann irgendwie gefunden, den jungen Mann und eine etwas ältere Dame. Ja, also hatte schon irgendwie was Verrücktes gehabt. Ja, und mal so ein bisschen exzentrisch bin ich ja, ne? Das ist, ich lebe damit ganz einfach. So, ich mache jetzt so ein bisschen Zucker hier an den Buttergemüse. Also ich habe jetzt Buttergemüse ganz einfach aus Tiefkultur bei Laden, ne? Könnt ihr euch kaufen, fertig. Da ist ein Stück Butter drin, also braucht ihr nicht extra noch was dran machen. Dann mache ich da einen Schluck Milch oder zwei, drei Schluck Milch dran. Da habe ich ein bisschen Zucker dran gemacht. Ich könnte es noch wie einen Pfeffer machen, aber ich mag es halt gerne.
bisschen süßer. Und wenn das jetzt gleich in Ruhe noch so eine ganz leicht simmert oder auf warmen Stellen steht, dann verdunstet so ein bisschen auch die Milch. Ja, und dann hast du da so richtig schmackrig, ne, so, und das ist lecker. Also, das schmeckt mir wirklich gut. Da hast du so ein bisschen wie so eine weiße Soße. Da wird mir so ein bisschen dickflüssiger. So. Das reicht schon. Jetzt halte ich mal nur warm halten. Ich gehe mit einer rauchen. Sag mal bis gleich. Ne? Heute alles stückchenweise. Könnt ihr mal schreiben, ob euch das gefällt, ob das mal interessant ist. Ja, wenn ich so, weil für mich ist es dann so ein bisschen, dann kann ich im Hintergrund, ja, ja, ich will jetzt da nicht eine rauchen, sondern ich mache dann schnell sauber, ja, so die Flächen sauber, wischiwaschi machen, desinfizieren und was man also machen muss, ne. Ich probiere jetzt mal hier schon den Pfannkuchen. Schön vorsichtig schneiden, sonst so eine Teflonpfanne hier. Am Nam Nam, nicht raus im Maul fallen. Mit Nachschutz auch noch. Boah, ist ja lecker. Hammer. So liebe ich das. So, abdecken. Steht ja noch ein Brett drauf, da passt da genau drauf. Da geht mir keine Katze ab. Klauen. Ja, Katzen klauen. So. Ich mache da jetzt eine ganz klitzekleine Prise hier von dem Tempura dran. Also an dem Gemüse. Mal ausprobieren, was man damit alles machen kann. Weil dann kaufe ich mir das nämlich nochmal. Nur so einen Hauch. So, das reicht schon. Also wirklich, nur mal schon, das ist vielleicht ein Viertel Teelöffel. Wo ist mein Messer da? Oh ja, dann ist gut. Jetzt probiere ich mal hier so eine Karotte. Oh ja. Ein bisschen so ein Tempura. Das ist eigentlich, glaube ich, nur vom Toastbrot das Innenleben. Also nicht außen die Kruste, ne? Manche Kinder, so etipetierte Kinder, so Mäkelkinder, die wollen ja immer die Kruste abhaben. Nein, ich will keine Kruste. So, mein Gott, das ist ja genau das Geilste, das Beste, wo es gibt, ne? Ja, gut. Ja, auch für die Verdauung und so, ne? Noch eine Fliege hier. Gemeinheit. Das ist gut, das kann man richtig gut verwenden. Also, merkt euch das, Tempura, es gibt Tempura, das ist aber so grob, da kannst du mit panieren. Ja, aber das ist jetzt ganz fein, total fein, noch feiner meine ich sogar wie Mehl, weil Mehl staubt mir nicht so, ne? Die Tüte ist zugeklipst, ja, oder kommt trotzdem dann noch aus den Ritzen, kommt dann noch, ja, dieser Staub, dieser Mehl raus, ne? So, ich bin dann erstmal weg.de. So, da bin ich schon wieder. So, ich mache jetzt hier dann meinen kleinen Mini-Backofen an. Und, es wird Zeit. Ich hab Hunger. Oder egal, was Niki sagt, ne? Dann haben wir jetzt 8:55 abends, 21:05, wie auch immer, ja? Der Klugscheißer wird wissen, was ich meine. Jetzt geht's ran an die Buletten. Ach nee, Schnitzel. Ja, es gibt hier ein bisschen was zu feiern. Hier habe ich mal gerade so angepinnt.
bin ja Mitglied bei YouTube schon seit 2013, ne? Wisst ihr das? Ja, ich habe damals ab und zu mal von Minecraft irgendwelche Filme schön hochgeladen. Ein bisschen was über Spielen und was wir so treiben. Ja, und seit 2013, überleg ich mal, 10 Jahre. Das ist schon Hammer, du. So, jetzt erstmal hier den Müll einsammeln. So. Tonne. Ja, seit 2013 bin ich schon am Start. So. Ja, aber ich glaube, jetzt hat es mich auch erwischt. Wolltest du durch, mein Schatz? Bitteschön. Schönen Tag noch. Ich habe auch irgendwie leichtes Kratzen im Hals. Aber sollte ich mich dann morgen und übermorgen oder übermorgen mich so komisch anhören, dann Niki schuld. Glückwunsch zu einem fantastischen Jahr 2023 auf YouTube. Wir blicken zurück auf deine Erfolge als Creator. Wie wär's? Teile doch direkt ein paar Shorts deiner großen Highlights mit deinen Fans. Ja, also ich habe wieder richtig Zuschauer dazu bekommen und in dem Moment möchte ich mich jetzt auch gerade mal so richtig bedanken, ja, bei den neuen Abos. Ja, Daumen hoch, das zählt alles. Ja, ich will da nichts, ich kann da nichts mit anfangen mit den, aber es ist ja auch nun mal auch eine Herausforderung oder ja, für jeden einzelnen Highlight, wenn er ein Abo immer mehr bekommt, ja, das ist dann ja praktisch der Beweis dafür, dass du gerne angeschaut wirst, ne? Dass deine Produktion, die du so bringst, deine Filme, ja, doch so wenigstens mal so ein bisschen, ja, den Leuten Spaß macht, ne? Macht. So. Ich habe ja hier das Buttergemüse, das habe ich ja jetzt auf Warmhalten gestellt. Und das soll auch jetzt mal warm bleiben. Ja, die Milch, die ich hier reingekippt habe, die ist ja so ein bisschen reduziert auch. Ich kann so mal einen Schluck da dran machen. Da habe ich ja ein bisschen von dem Mehl da dran gemacht. So, machen wir uns ein Leckerchen. Ja, wenn man krank ist, muss man gut essen. Ich habe meinen Perser kennengelernt, den habe ich in ein paar Sekunden habe ich den überzeugt. Der sagt, ja, wenn man krank ist und Grippe oder Schnupfen, dann soll man nichts essen. Ich sag, hallo? Und jetzt kommt die Überzeugung. Ich sag, ja, wie willst du bei Kräften bleiben, wenn du nichts isst? Ah ja. Ne? Da kam die Erleuchtung und dann war ja wieder alles gut. Ne? Ja, nee, du musst ja auch Kraft haben, ne? Dann ist vitaminhaltige Nahrung natürlich immer sehr wichtig. Ja, auch Gemüse, rohes Gemüse, ja, das ist gut. Also, wenn man so Rohkost oder so gerne mag oder gut klarkommt, ob das jetzt Rotkohl ist, Weißkohl, ja, oder eine Karotte oder so, ein Stück Gurke, das ist gut. Ja. Obwohl es ja auch da noch Unterschiede gibt. Gibt ja auch noch rotes Gemüse, grünes Gemüse, ja, obwohl, ja, das sagen dann so Labore, ne? Da sollst du rote Paprika und Tomaten essen mit rotes Gemüse. Ja, weiß ich nicht, woran die das feststellen, ne? Und warum das jetzt so einen Unterschied macht, jetzt grüne Paprika oder rote Paprika oder gelbe Paprika. Ist schon komisch, ne, oder? Ja, hab ich mal nur so gehört, ne? Vom Hörensagen. Mal hier probieren.
Bestens. Ja. Ja. Herr und Frau Ampelregierung. Was geht ab bei euch? Alles gut? Hm, läuft? Nee, wa? Ja. Gestern wurde auch der Scholz wieder so richtig durch den Kakao gezogen. Und das im ersten oder zweiten Programm, weiß ich jetzt nicht. Während so eine Talkshow oder beziehungsweise da saßen zwei so Reporters. Die sind ja sonst immer so maultot, ne? So mundtot gemacht, ne? So Zensur und so, ne? Und die haben mir so richtig an der Wand gefahren, ne? Ja, da war kein Flüchten mehr drin. Und was ist? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, kennt man ja, ne? Ja, muss ich mal nachgucken, mal lesen. Wo steht das denn? Weiß ich nichts von. So sprechen die ja immer, ne? Herr Bunsenkanzler. Komisch, ja. Ja, die Achtung, die Ehre, die ist natürlich damit flöten, ne? Interessiert dann kein Mensch mehr. Ja, jetzt fragt man schon, wann tritt er denn zurück, ne? Als Putzenkatzler. Ne? Ja, du leck mich doch in den Tisch. Ja, ja. Ach, nee. Ja, ja. So ist das. Ja, ja, so. Also dann lieber von der Satirepartei. Ja. Ja, ich will jetzt keinen Namen nennen oder so, ne? Das mache ich ja nicht unbedingt, ne? Das wisst ihr ja, ne? Aber guck mal hier. Schön, ne? Ist das gut? Ist das schön? Ich sag keine Namen, also parteimäßig oder so. Nee, das ist ja auch Werbung, ne? Und da halte ich aber die Schnüss. Geht ja auch keinmal an, weil ich wähle, ne? Tja. Ja, ich wurde da vor der Alternative gestellt, aber ich sag, nö, eine Alternative brauche ich jetzt nicht. Bei mir ist alles geradeaus. Ach, ja. Ah, heute gibt es Schnitzel. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich liebe Schnitzel. Ich habe noch hier ein bisschen von dem Pfannkuchen. Nur das ist ein bisschen fettig. Ah. Ah, der tropft ja vor Fett. Ah, lecker. Na, ja, das Buttergemüse, ne? Wie gesagt, Tempura-Mehl, Schuss Milch, ein bisschen Zucker dran, so ein Teelöffel reicht ja schon. Und damit schmeckt das schon gleich einiges besser. Einfach mal ausprobieren. Rotkohl. Ja, man kann ja Rotkohl herzhaft machen. So mit Speck oder mit Wettwurststückchen, so, ne? Und ich mache das gerne zwischendurch mal ein bisschen Mehl, Wasser, klein bisschen Zucker da rein. Ja, oder ich mache vorher Zucker, das bräune ich so ein bisschen. Ja, mit dem, bevor ich dann da das Rotkohl reinmache, dann hat es so einen schönen noch einen Karamellgeschmack. Ja. Und dann, wie gesagt, das muss so leicht nach Zucker schmecken. Oder leicht süßlich. Ja, ich weiß, Zucker ist nicht gesund. Du kannst auch Süßstoff dran machen. Dieses Krebserregungszeug da, ne? Kann natürlich auch dran machen. Juckt die Hand. Sollte ich Lotto spielen? Sollte vielleicht Lotto spielen. Ach ja. So. Niki kann gleich runterkommen.
Ich freue mich, das wird legal. So. Ach ja.